Liebe Beckumerinnen und Beckumer, ich möchte Sie auch heute wieder über die aktuelle Situation bei uns in Beckum informieren, die sich tatsächlich gerade in den vergangenen beiden Tagen verändert hat. Über viele Wochen hinweg hatten wir ja in Beckum praktisch keine oder vielleicht mal eine mit dem Coronavirus aktuell infizierte Person. Im Moment ist es auch nicht bedenklich. Wir haben 6 aktuell Infizierte seitens des Kreisgesundheitsamtes gemeldet. Doch vor zwei Tagen haben uns die Meldungen aus Gütersloh aufschrecken lassen, dass nämlich beim Fleischkonzern Tönjes von rund 1000 getesteten Personen rund 700 mit dem Coronavirus infiziert sind. Nun wissen wir natürlich, dass auch in Beckum Menschen leben, die bei der Firma Tönjes arbeiten, ohne dass wir genau die Anzahl bislang wissen, aber es sind doch eine ganze Menge und das hat uns durchaus Sorgen bereitet, wenngleich wir bisher noch keine Angaben dazu haben, inwieweit Menschen, die in Beckum leben und bei Tönjes arbeiten, tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert sind. Seit gestern Nacht, haben wir jetzt die Namen von rund 200 Personen vorliegen, die bei der Firma Tönjes in Reda-Wiedenbrück tätig sind, sei es unmittelbar oder mittelbar über Subunternehmer und die bei uns in Beckum leben. All diese Mitarbeitenden der Firma Tönjes werden unsererseits jetzt ganz kurzfristig unter Quarantäne gestellt, um jedes Risiko auch auszuschließen. Wir wissen noch nicht, ob und gegebenenfalls inwieweit diese Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, wie ich ja bereits gesagt habe. Ich hoffe, dass wir dort auch kurzfristig entsprechende Mitteilungen bekommen. Also wiederum eine herausfordernde Situation, gerade in dieser Zeit, wo weitere Lockerungen ja auch beschlossen worden sind. Sie werden das mitbekommen haben. In den Schulen, in den Grundschulen speziell, geht es ja wieder los. In den beiden letzten Wochen vor den Sommerferien werden die Kinder dort wieder im eingeschränkten Regelbetrieb auch beschult. Die Kindertagesstätten arbeiten wieder. Die Sommerferienbetreuung soll auch wieder vorgenommen werden. Sie wissen, auch im Sport geht es weiter mit den Lockerungsmaßnahmen. Auch Kontaktsport ist wieder in eingeschränktem Umfang möglich. Und auch ganz besondere Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Taufen, Kinderkommunionen können wieder mit etwas größeren Gruppen begangen werden. Das ist Ihnen bekannt. Aber ich gebe zu bedenken, wir müssen nach wie vor wachsam sein, müssen Hygieneregeln einhalten, die Abstände einhalten, wo wir es nicht können, gegebenenfalls Schutzmasken tragen. Das ist, glaube ich, nach wie vor wichtig. Wir wissen, wie tückisch das Coronavirus sein kann. Wir haben es jetzt gerade wieder, ich habe es berichtet, bei den vielen Ausbrüchen bei der Firma Tönjes gesehen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, auch weiterhin die Lockerung aufrechterhalten zu können. Im Moment sieht es danach aus. Es gibt im Moment noch keine Anhaltspunkte dafür, unsererseits die Schließung von Kindertagesstätten oder Schulen zu verfügen. Zum Abschluss gestatten Sie mir noch einen positiven Blick, denn in dieser Woche werden tatsächlich die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen verabschiedet an den Gymnasien, der Sekundarschule und auch der Gesamtschule. Ich möchte den Schülerinnen und Schülern alle ganz, ganz herzlich gratulieren zu ihrem Abschluss. Ebenso natürlich den sie begleitenden Verwandten, insbesondere den Eltern, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute.